willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum letzten Tag in Köln. Wir haben gerade wieder Sonnenschein. Wir fahren heute wieder zurück. Und bevor wir zurückfahren, wollte ich noch eine kleine Roomtour machen, euch mal zeigen, wo wir gelebt haben. Gerade ist wieder Sonnenschein. Gestern waren wir ja noch einen Tag in Köln unterwegs. War aber total schlechte Wetter. Es hat nur geregnet und gewittert. Man konnte nicht für irgendwas aufnehmen, irgendwas tun, irgendwas machen. Deswegen gibt es darüber keinen Vlog, was wir gemacht haben. Wir waren nur in Kölner Kaden, ein bisschen gebummelt. Ich meine nicht, eigentlich wollten wir noch zum Dom und so, aber es war so ein scheiß Wetter, dass der ganze Tag am Arsch war. Naja, was soll's, kann man nichts machen. Jetzt machen wir noch eine kleine Roomtour für euch, dass ihr seht, wo wir, welchem Apartment wir gelebt haben, wie es hier ausgesehen hat. Und ja, schauen wir mal rum. Gerade ist wieder deftiger Sonnenschein. Wir fahren ja gleich hier wieder zurück. Und so kann das Wetter bleiben. Dann haben wir kein Problem mit Regen und Co. Wie ihr seht, hier ist einmal der Balkon. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Gehen jetzt nochmal rein. Man kommt nämlich hier vorne rein. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier vorne kommt man rein. Zwei Apartments links, rechts. Wir haben das rechte. Geht mal hier rein. Und hat gleich rechts von mir aus gesehen jetzt gleich die Küche. Eine offene Küche. Also das ist ein kleines Ding. Eine offene Küche, das reicht, wenn man eine Woche da ist. Mit Ofen, Herd, Spüle, ganz viele Gläser und Tassen. Wirklich alles drin, was man braucht. Standardzeug, auch eine Kaffeemaschine, heißes Wasser, alles Wichtige. Also wirklich, Kühlschrank ist auch da, Gefrierfach, alles da, was man so braucht. Dahinter gleich ist das Bad. Kann ich euch mal mit reinnehmen. Das Bad, ganz klein und deftig. Einmal hier die Dusche, die Kabinendusche. Also es reicht. Dann haben wir einmal die Toilette natürlich. Einmal ein herzliches kleines Becken, Waschbecken, kleiner Spiegel, wo man sich richten kann. Seht ihr da, guckt ihr, da seht ihr alles. Also genug Platz für zwei auf jeden Fall. Ist klein und gemütlich. Dann haben wir hinter der Tür einen kleinen Schrank, besser einen großen Schrank, da hat alles reingepasst von uns beiden. Also da ist wirklich viel Platz drin. Wirklich gemütlich. Dann haben wir gleich daneben einen Schreibtisch, wo Niki ihren PC aufgebaut hat und Alex gearbeitet hat. Ich habe auf dem Tisch von der Küche gearbeitet. Ja, und dann geht es weiter mit Reason Fernseher. Reason Sony Fernseher, vom Abend, den wir Fernsehen geguckt haben. Hier Bett, wo wir gepennt haben. Ausklappbett. Gemütlich. Matratze ein bisschen hart, aber es passt schon. Ich habe damit keine Probleme. Ich kann auf allem schlafen, wenn ich müde bin. Also von daher passt die ganze Sache. Stereoanlage, wenn man Musik hören möchte, aber das war unser weniger. Ein paar Nachttischlämpchen. Also das war es einfach eigentlich für zwei ganz gemütlich. Wenn man rausgeht, natürlich gleich der Balkon, wo man hier sitzen kann, frühstücken kann. Und dann halt die Aussicht. Diese Aussicht, die man da hat. Also passt alles soweit. Echt cool, muss man echt sagen. Ich mache es hier mal zu, dann will ich jetzt gleich gehen. Ja, hier haben wir also gelebt, auch hier bei diesem Haus, die Niki gleich am Anfang kaputt gemacht hat, oder besser gesagt aus der Schiene befördert hat. Und da ich ja in der Branche arbeite, kenne ich mich da aus. Ja, so ist es halt. Kann man nichts machen. Ja, so haben wir halt also groß wirklich gelebt. Die letzte Woche war eigentlich ein gemütliches Apartment für zweit. Das Bereich ganz kommen. Mal gucken, ob wir nächste Woche wieder hier sind. Nächstes Jahr wieder hier sind, wenn wir zur Gamescom gehen. Oder ein anderes Apartment nehmen. Mal schauen, wer weiß, wer da mitkommt. Wer weiß, was wir gesponsert kriegen. Mal gucken, wer weiß, das ist, weiß noch keine Sau, würde ich mal sagen. Das war eine kleine Roomtour. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht kommt noch ein bisschen was von der Rückfahrt. Wir sehen uns dann. Bis dann.